Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Thorsten Fröhling, Trainer von Schalke 04-2, gerade mit ihrer Mannschaft einen knappen und, wie ich auch finde, wichtigen 0-1 Erfolg bei Mönchengladbach 2 eingefahren. Zunächst mal die Frage, wie haben Sie die Partie gesehen? Also ich finde auch im Großen und Ganzen auch verdient. Wie habe ich die Partie gesehen? Wir sind sehr gut gestartet in der ersten Halbzeit, haben ein gutes Pressing gespielt, haben gute Balleroberungen gehabt, haben Chancen gehabt, die wir nicht ausgespielt haben, auch mal der letzte Pass. Wollten da ein bisschen tiefer spielen, dann wurde Gladbach wieder stärker. Das haben wir dann schnell wieder geändert und sind mit 1-0 in Führung gegangen, was ganz wichtig war, vor allem weil wir mit Wind gespielt haben, zweite Halbzeit Gegenwind. Und zweite Halbzeit, wir sind gut gestartet, die ersten 10, 15 Minuten, hätten da vielleicht noch was machen können, aber das war nicht so und dann erarbeitet man sich bei so einem Spiel dann auch irgendwann mal das Quäntchen Glück. Ich will jetzt nicht den Elfmeter nennen, wo er ihn gehalten hat, ich meine jetzt auch, wo er zum Schluss nochmal gegen das Lattenkreuz schießt. Solche Dinger wären vor Wochen drin gewesen und diesmal ist es auf unserer Seite gewesen und deswegen bleibe ich auch dabei, es war trotzdem ein verdienter Sieg. Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle die Frage. Im Verein FC Schalke 04 ist ja derzeit einiges los. Können Sie mir vielleicht verraten, welche Auswirkungen das auf die U23 und Ihre Arbeit hat? Gar nichts. Nein, gar nichts. Es ist ja ganz normale Sachen, die im Verein da ablaufen. Und wir arbeiten hier als Team zusammen. Wir haben im Trainerteam die Mannschaft. Und wir sind hierher gefahren und wir haben am Wochenende ein Spiel, also für uns ändert sich nichts. Okay, abschließend nochmal rein zur U23. Sie werden weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun haben. Welche Saisonziele verfolgen Sie noch mit Ihrer Mannschaft? Ja, wir wollen eine gute Saison spielen, wir wollen coolen Fußball spielen, der Spaß macht, der auch Spaß anzusehen ist. Wir wollen die Jungs weiterentwickeln, die sollen sich präsentieren für unsere Profis und wir spielen um Punkte, ja, ganz klar. Und wir wollen nichts mit einem Abstieg zu tun haben, das ist klar. Deswegen war das heute auch nochmal ein wichtiger Sieg, sodass wir auch mal wieder ein bisschen auf einstellig gucken können. Und ganz klar, wir bilden aus und das Schönste sind Siege. Tschüss Alltag, hallo Freiheit, wollen wir ans Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.